habe ich einen Freibetrag von 1200 Euro. Die muss ich jetzt von diesen 5000 abziehen. Das sind dann 5000 ab, sagen wir 5000 Euro. Und die muss ich versteuern. Okay. So, wenn ich die versteuere, dann kriege ich am Ende des Monats keinen Lohn mehr, weil die das gleich abziehen bei VW. Gehe ich zum Händler, kriege den gleichen Rabatt und auch keinen Geldwertvorteil. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr haben sie es geändert, dass sie jetzt einen Vergleich ziehen. Der Durchschnittspreis, ja, da sind es dann nur noch ein paar 100 Euro. Aber es lohnt sich eigentlich immer zu 100 zu nehmen. Und dann eben nach einem Jahr gibt es schon so. Oder noch zwei, oder was hast du gesagt? Also den Leasingwagen, den gibst du nach 6, 9.